Lauf. Nicht verlassen hat, sondern eine Art Ritual. Wir werden warten müssen. Kommt nicht in Frage. Boah. Kann hier mal einer in die Fräse hauen? Entschuldigt die Störung, aber wir kommen in einer wichtigen Sache. Sie redet doch so aufgesetzt. Seht ihr nicht, dass wir der Toten gedenken, ihr? Und wir suchen jemanden, der noch lebt. Bitte, es ist dringend. Dann sprich. Die wilde Jagd soll dieses Dorf zerstört haben. Das stimmt. Auch wenn uns kaum jemand glaubt, ihr sicher auch nicht. Habt ihr Reiter auf Pferdeskeletten gesehen? Die Rüstungen mit Raureif bedeckt? Ja, genau. Sie sind mit einem Schiff aus den Nägeln der Toten hier gelandet. Wie in den Balladen. Leif schrie, holt die Kinder! Dann kamen sie, trafen ihn ins Gesicht, wollte etwas flüstern. Aber es kam nur Blut. Du wolltest nach jemandem fragen und nicht in ihren Wunden stochern. Es reicht! Was geschah dann? Yen, lass sie in Ruhe. Ach, du kapierst es nicht. Wenn wir erfahren, wo... Doch, ich kapiere es. Du sollst trotzdem aufhören. Du hast recht. Komm zur Sache. Sofort. Ich versuche sie gerade mit der Macht zu erwürgen. Wir suchen nach einer jungen Frau namens Ciri. Aschblondes Haar, grüne Augen. Tut mir leid, sie ist nicht hier. Wenn sie nicht in einem Grab liegt? Der Name sagt mir nichts. Aber ich habe so viele begraben, vielleicht habe ich es vergessen. Diese Ciri... Hat sie eine Narbe hier auf der Wange? Ja, ja. Was ist mit ihr passiert? Weiß ich nicht. Ich habe sie nur einen Augenblick gesehen. Kurz bevor... davor. Sie war an den Stellen mit dem Feigling. Tausendfach verflucht sei er. Dieser Feigling, von dem ihr sprecht, hat er einen Namen? Er hatte einen. Bis er aus der Sage der Ahnen gestrichen wurde. Es ist, als existiere er nicht mehr. Es ist verboten, mit ihm zu sprechen, ihn zu berühren. Sein Name darf nicht genannt werden. Was hat er denn getan, um das zu verdienen? Er ist vor der wilden Jagd geflohen. Er allein. Wir müssen mit ihm reden, auch wenn das nicht euren Bräuchen entspricht. Ihr kommt zu spät. Er ist in den Garten gegangen, um gegen Morgvarg zu kämpfen. Was? Morgvarg? Was ist das? Wer, meinst du? Der mieseste Mann, der je auf den Skelligen gelebt hat. Nichts war ihm heilig. Er hat das Land seines eigenen Clans angegriffen, Gold von Nilfgaard geraubt, Kinder und Schwangere getötet. Die Sorte kenne ich. Es hieß, er fürchte nur den Zorn der Götter. Das wollte Morgvarg nicht auf sich sitzen lassen. Er segelte nach Hindersfjall, um den Garten der Göttin zu zerstören. Das war vor über 10 Jahren. Die Erzpriesterin Ulve trat ihm in den Weg. Er stieß ihr eine Klinge zwischen die Rippen und warf sie in den Dreck. Während sie verblutete, verfluchte sie ihn. Und Morgvarg verwandelte sich in eine Bestie. Ein Fluch? Ein Monster? Du hast Arbeit. Ich bin nicht zum Arbeiten hier. Das dürfte Morgvarg nicht kümmern. Monster treiben sich rum, wann und wo sie wollen. Gut. Wenn er mir vors Schwert läuft, kämpfe ich gegen ihn. Aber nur dann. Wo ist dieser heilige Garten? Nicht weit von hier. Im Norden. Wir haben dort einst Heilkräuter gezüchtet. Und jetzt? Jetzt gehen wir nur noch bis zu dem Baum, den die Göttin gepflanzt hat. Dorthin tragen wir unsere Opfer und Bitten. Wer sich weiter wagt, bleibt für immer im Garten. Natürlich.
Danke für eure Hilfe. Ihr wollt also den Garten aufsuchen? Ich mag es nicht, wenn Fremde den heiligen Boden betreten. Aber nun gut. Der Brauch will, dass Pilger vor dem Baum etwas von ihrem Blut opfern. Der Feigling hat das bestimmt getan. Es sei denn, er war nicht nur feige, sondern auch respektlos gegenüber Freya. Macht ihr wegen uns keine Sorgen. Geralt und ich zollen den Göttern immer den Respekt, den sie verdienen. Ich ja, du nein. Du kleine, hinterhältige Schlange. Torgun, warum brauchst du so ein großes Haus für dich? Sie werden nicht zurückkommen. Warum kann ich das Ziel nicht angreifen? Vielleicht ist diese Spur schon kalt. Auch wenn der Feigling tot ist. Wir schaffen das schon. Wie denn? Das wirst du dann sehen. Du könntest wirklich etwas freundlicher sein. Vielleicht. Aber dann wäre ich nicht die Frau, in die du dich verliebt hast, oder? Ich habe mich nicht in dich verliebt. Nicht mehr. Vielleicht sollte Geralt ihr mal sagen, dass da was zwischen Triss und ihm läuft. Ich meine, ich würde es ja gerne tun, aber dafür leider nicht. Sieh einer an. Das muss Morgvak sein. Einen Bissen. Nur einen haben. Ein Stückchen. Einen Krümel. Der war. Essen. Essen. Das würde ich spielen, wenn du Jennifer spielst. Scheiße. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon, ja. Wahrscheinlich will ich es trotzdem spielen. Offenbar freut er sich nicht, uns zu sehen. Warte, bis er mich genauer sieht. Wahrscheinlich hat er einfach nur Angst vor dir und deinem Charakter. Also, wo fangen wir an? Gehen wir zu dem Baum, dem ich dich herunterschubse und du stirbst? Willst du für die Göttin bluten? Nicht unbedingt, aber der Feigling hat es getan. Wir könnten seine Witterung aufnehmen. Komm. Der Feigling war hier. Schau, der Abdruck. Er hat sich hingekniet und sich für das Opfer geschnitten. Blutflecken, siehst du? Nein. Ich mag übermenschlich schön sein, aber meine Sinne sind menschlich, nicht wie deine. Darum solltest du so eingebildete Kuh, ey. Nicht gut, aber in dem Unterholz und Dreck wärst du... Alter! Klotz am Bein? Ich hätte es schöner formuliert, aber ja, das kommt ungefähr hin. Gut, wir machen es, wie du sagst. Zur Not kann ich von hier oben aus zaubern. Kann ich die Frau sterben lassen? Gut, dann also bis später. Pass auf dich auf. Ich brauche dich, wenn ich Ciri finden will. Komm schon, war ein Scherz, du Trottel. Ich brauche dich, Punkt. Besser? Besser. Dieses kleine Äderchen hier oben, das zuckt schon. Meine Krampfader. Komm, ich bring dich um. Ich schubs dich hier runter. Das Blut des Feiglings. Reichlich geflossen. Die Spur ist deutlich. Müsste mich zu ihm führen. Da unten ist etwas. Ich kann's nicht erkennen. Da unten ist etwas. Nein, das würde ich nicht. Ich kann es nicht erkennen. Das, was da neben dir. Aber ich glaube, da komme ich an dich nicht ran. Flache Spuren. Der Feigling ist vorsichtig aufgetreten. Klingt wie Cleo, wenn sie spielen möchte. Keine Bissspuren. Morgvak frisst seine Opfer nicht. Seltsam. Ist das der Feigling? Nein, der liegt schon länger hier. Was? Ich verstehe dich nicht. Mach die Ohren auf. Komm näher, wenn du reden willst. Ihre Sinne sind wirklich getrübt. Monsterspuren. Es ist gerannt. Hat etwas verfolgt.
Morg war das Herumschleichen wohl leid und hat angegriffen. Das Blut des Feiglings. Und noch mehr Wölfe. Der Feigling war verletzt. Er rannte los. Das Blut des Feiglings. Okay. Ja, das hatten wir schon. Geh auf. Die Tür rührt sich nicht. Der Feigling muss sie versperrt haben. Oder verrammelt. Ich muss außenrum. Klauenspuren. Der Feigling hat Morgwart die Tür vor der Nase zugeworfen. Hast du was gefunden? Spuren führen direkt zu einer verschlossenen Tür. Ich glaube, du kommst dran vorbei. Bestimmt tue ich das irgendwie. Einfacher, wenn ich hier einfach rüberklettern würde. Da. Nein. Komm mal hier. Hier komme ich rein. Oh. Hallo. Diverse Spuren, alte und neue. Sein Lager muss in der Nähe sein. Das wird doch witzig. Ah. Gerät? Ja? Da komme ich nicht rüber. Ich muss runter, falls ich die Schleuse aufkriege. Scheint ein gewöhnlicher Mechanismus zu sein. Ein Hebel, um das Schleusentor auszuwählen und einer, um es zu bedienen. Wenn es das Richtige war. Ja. Geralt musst du ein bisschen schneller tauchen. Weiß nicht, wie lang dieser Gang ist. Ja, stimmt. Die Rätsel sind echt cool. Aber das mit dem Haar hinter Baum unterm Stein, das war in Witcher 1 ja teilweise so. Da sagst du dann auch nur so, ja, gut. Was? Was wollt ihr von mir? Ja. Sehr schön.
dann einmal bitte wieder tauchen. Tauchen, Geralt. Oh, oh Gott, Hilfe. So. Und dann ist aber das andere Tor wieder. Okay, nee, das ist zu hinten. Dann will ich erstmal das dann machen. Das da vorne kann ich immer noch öffnen. Wenn es falsch sein sollte. Also so schlimm, ja, fand ich halt wirklich die ersten zwei nicht. Also der zweite war echt super. Er war nur selbst auf normal für mich tatsächlich bockschwer. Und beim ersten ist halt wirklich das Kampfsystem zu bemängeln. Und der einzige Bug in Witcher 2, den ich hatte, gut, ich habe aber auch die Untertitel ausgeschaltet, war, dass die Speicherstände, wenn du zu viel Speicherstände hattest, du konntest sie nicht in-game löschen. Dann musstest du halt in den Ordner gehen, musstest dann halt die ganz alten Speicherstände löschen und dann konntest du das Spiel starten. Ist aber jetzt halt auch nur so ein kleines Manko. Ansonsten hatte ich mit beiden Spielen eigentlich gar keine Probleme. Auch spielerisch halt nicht. Gut, der erste ist jetzt nicht gerade einer der besten, aber er ist trotzdem so. Kann man auch heute noch immer noch spielen. Kampfsystem ist halt gewöhnungsbedürftig. Hier noch irgendwas? Nein, 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 nein. Okay. Ein Symbol von Freya. Unberührt, nichts gefressen. Morgvak verschlingt seine Opfer nicht. Merkwürdig. Ich bin zurück. Ich komme immer zurück. Da werde ich fast neidisch. Willst du eine Geschichte hören? Nein, eigentlich nicht. Wenn's sein muss, bin ganz Ohr. Es kamen Krieger, wussten, dass sie mich nicht töten konnten. Legten eine Falle. Kettet mich an. Schlossen mich hier ein. Weißt du, was ich getan hab? Ich biss mir das Bein ab, um mich zu befreien. Jeder Biss war zum Heulen. Ich spuckte Blut. Die eigenen Gliedmaßen abbeißen tat weh? Wer hätte das gedacht? Du verstehst das nicht. Das war mehr. Mein Maul brannte. Als ob ich Feuer geschluckt hätte. Als ob alles in mir zerrissen wäre. Ich dachte, ich sterbe. Aber ich schaffte es. Und dann zerriss ich sie. In kleine Fetzen. Ein winziges Stöckchen. Ja, sie ist gleich ramponiert aus der Werwolf. Hat deine Geschichte auch eine Moral oder prallst du nur?
Die Moral ist... Du kannst mich nicht töten. Nicht aufhalten, nicht fesseln. Ich entkomme überall. Der Fluch. Ich kehre zurück, um dich wieder zu erholen. Ja. Hässlicher Bastard. Na komm her. Das ging schnell. Können wir jetzt reden? Ich kann's erst jetzt. So ist der Fluch. Ich muss beißen, kratzen, zerfleischen. Bis zum Umfallen. Du hast Zeit, bis mein Blut versiegt und ich zurückkehre. Hör zu. Hat da noch was? Brich den Fluch. Befrei mich endlich. Ich werde dich belohnen. Ich suche einen Mann, den man den Feigling nennt. Er kam wohl her, um dich zu töten. Hat's wohl nicht geschafft. Wer herkommt, stellt sich selten vor. Wie hat er ausgesehen? No, keine Ahnung. Dann kann ich nicht helfen. Ich habe schon viele zerrissen. Sagtest du etwas von einer Belohnung? Geplündert. Geflattert, getrunken. Mit einer Ausnahme. Echter Schatz. Versteckt. Dein... Wenn du mir hilfst. Besonderheiten aller im seltsamen vergangenen Jahr. Ist so. Das Gespräch ermüdet mich. Kein Interesse. Was hast du vor? Meinen Beruf ausüben. Damit bist du trotzdem frei. In gewisser Hinsicht. Die Spuren führen zum Brunnen. Der Feigling wollte wohl lieber ertrinken als gefressen werden. Und hinunter. Wurzeln. Bin ich direkt unter dir? Das werde ich. Hey! Okay. Hörst du mich? Geralt! Hast du mich erschreckt? Tut mir leid, keine Absicht. Das will ich hoffen. Sag Bescheid, wenn du den Feigling findest. Ja, ja. Ruhig. Das Blut des Feiglings. So. Also nichts Neues. Sehr schön. Oh. Der Feigling. Verdammt. Tot. Schon eine ganze Weile. Ich hab ihn. Und? Tot. Ich hab schon Moder heute gesehen, die besser aussahen als er. Scheiße. Also, kratz zusammen, was du kannst und schaff die Reste her. Dein Ernst? Jen, das ist doch sinnlos. Sinnlos ist diese Diskussion durchs Gitter. Wir reden, wenn du hier bist, ja? Jen, charmant wie immer. Charmant wie eine Eintagsfliege. Komm, ich will dich jemandem vorstellen. Er verwest schon. Aber die Stimmbänder sind intakt.
Vielleicht kriegen wir noch was aus ihm raus. Er sieht nicht sehr geschwätzig aus. Man kann jeden zum Reden bringen, auch eine Leiche. Man muss nur wissen, wie. Ich dachte, Nekromantie sei streng verboten. Mhm. Das ist Sex vor der Ehe auch. Aber ich gebe nichts auf solchen Blödsinn. Schwarze Magie ist kein Jux. Solche Zauber gehen nie gut aus. Nie. Mir gefällt das nicht besser als dir, glaub mir. Aber ich mag den Gedanken, dass Ciri in Gefahr ist, noch viel weniger. Verstehe. Das gibt uns aber nicht das Recht. Geralt, bitte. Wir haben jetzt keine Zeit für Ethikdebatten. Wir kommentieren, solange es keiner mitbekommt, ja. Wobei ich dennoch dagegen bin, aber ich habe ja scheinbar keine Wahl. Hast du noch etwas für den Zauber? Mhm. Das Blut eines Neugeborenen, eine Jungfrauenzunge und das Auge eines Molchs. Jetzt nochmal ohne Sarkasmus? Ich brauche nichts. Ich bin eine Zauberin, keine Kräutermuhme. Ich brauche nur Energie. Davon allerdings reichlich. Meinst du diese Lampe von Kera Metz? Außerdem ist er heilig. Die Priesterinnen werden toben, wenn du mit seiner Energie Leichen wiederbelebst. Geralt, du gehst mir auf die Nerven. Ich biete Lösungen an und du suchst bloß nach Schwachstellen. Oh. Ich suche keine Schwachstellen, sondern denke an die Folgen. Und du? Machst du das jemals? Nein. Geralt, ich sag's noch einmal. Wir haben keine Zeit. Ciri hat keine Zeit. Ja, ja, das ist dann die Lampe von Kera. Ja, na, die habe ich. Schön, dann schmoll eben. Ich mach den Rest. Das war die, die man da relativ am Anfang gefunden hat. Wo man die mit dieser Hexe dann gereist ist. Selene! Ich glaube, das erste Mal im Spiel die Selene, Davida! Wie die Jagd gesehen hat. Nee, das zweite Mal. Abgesehen von dem Traum. Mhm, genau. Reuseninsel war das, glaube ich. Ja, 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 die Lampe habe ich. Bist du der Feigling von Lofoten? Nein, ich habe keinen Namen. Sial. Wir suchen nach Ciri. Aschblondes Haar, grüne Augen. Hast du sie gesehen? Wie ist der Grund für meinen Fluch? Das ist mir egal. Was ist mit ihr geschehen? Was hat sie hier gemacht? Sprich! Nein! Sprich! Sprich! Das bringt dir sehr viel. Das Meer! Sie fiel! Ist fast ertrunken! Ich muss jetzt gehen. Wir treffen uns unter dem Felsen der Ertrunkenen. Behältst du das? Wiederhol es. Felsen der Ertrunkenen.
Du bist wach. Und ich dachte schon... Wo bin ich? Und wer bist du? Schon gut. Du bist auf Hindarsfjall im Dorf Lofoten. Man nennt mich Skjall. Aber wie bin ich? Was? Wir haben dich aus dem Meer gefischt. Dich und deinen Freund. Wie lange habe ich geschlafen? Fast einen Tag. Heute früh haben wir dich reingeholt. Jetzt bricht die Nacht an. Verdammt. Zu lange. Du musstest dich dringend erholen. Hast einiges durchgemacht, oder? Hast ein paar hässliche, frische Narben. Wie bitte? Du hast mich ausgezogen? Was sollte ich machen? Du warst doch völlig durchnässt. Außerdem musste ich nachsehen, ob du verletzt bist. Hm? Und ob meine Brüste mit Fuchsteig eingeschmiert werden müssen? Nicht doch. Das waren meine Mutter und meine Schwester. Ich würde nie wagen. Ich schwör's. Bei meiner Ehre. Schon gut. Ich glaub's dir. Und wo ist er? Mein Freund? Der ist vor einer Weile losgezogen. Hat gesagt, er müsse ein Boot finden. Warum trägt er diese Maske? Stimmt was nicht mit seinem Gesicht? Nein, er will nur nicht, dass andere es sehen. Hilf. Hilf mir hoch. Ich glaube, du solltest lieber... Weniger Worte, mehr Taten. Oh, typisch, mein Bruder. Man guckt einen Moment nicht hin, schon legt er die Pfoten an ein Mädchen. Astrid, du bist wirklich zu blöd. Du weißt ganz genau, dass ich dir hochhelfe. Ich weiß, es ist grausam, aber ich muss das Brautwerden stoppen. Wobei, ich fand gar nicht, dass er aussah wie ein Junge. Komm, wir gehen in die Sauna. Wohin? Mach den Mund zu, sonst kommen Fliegen rein. In die Sauna. Mädel, du warst ganz blau gefroren, als wir dich hier reingebracht haben. Wir müssen dir das Blut auftauen. Tut mir leid, aber ich muss zum Felsen der Ertrunkenen. So schnell wie möglich. Ich zwinge dich nicht, hier zu bleiben. Aber das ist recht weit. Und du kannst kaum laufen. Nimm besser ein Pferd. Stimmt. Skjall kann dir ein Pferd satteln. Du musst einen Augenblick warten. Aber du bist immer noch schneller als zu Fuß. Ja, das wäre gut. Vielen Dank euch beiden. Schnickschnack. Nichts zu danken. Komm jetzt. Zeit, dich gesund zu schwitzen. Wo sind denn meine Kleider? Die habe ich schon. Komm! Der Mann in der Maske, der kommt von weit her, nicht wahr? Oh ja, von sehr weit her. Und von wo genau? Du bist aber neugierig. Überrascht dich okay, das? Okay, gut, ich kann speichern. Mein ganzes Leben. Also, ich würde einmal noch mal ganz kurz pinkeln gehen. Und bald wechsle ich dann ja auch das Spiel. Tatsächlich dann mal. Aber vorher pinkeln. Mir fehlt, kostet ihr nichts. Ja, stimmt. Ja, sie haben noch mehr als genug im Keller. Definitiv. Und wenn nicht im Keller, dann im Vorratslager und in der Speisekammer und ach, was weiß ich, wo sie überall noch Pferde haben. So. Yeah.